Taxi nach Kairo. Ein Film von Frank Riplo. Du wiederholst jetzt gehorsam, was ich dir sage. Ich bin ein eitler, perverser Narzisst. Ich bin ein eitler, perverser Narzisst. Was wollen Sie eigentlich von mir? Sie heiraten. Kommen Sie rein. War so klar wie der Himmel, wie die Erde so schön. Taxi nach Kairo. Eine erotische Komödie über Clara und Frank, die eins gemeinsam haben. Beide lieben Männer. Das macht er doch nur, um dich aufzugeilen. Männer schrauben sich in solche Versprechungen rein und du dumme Maid sitzt da und glaubst alles. Aber er hat mich sehr schön geliebt. Dich auch. Du, stell dir vor, der ist schwul. Ja. Aber wir verstehen uns riesig. Warum ist die Polizei hier im Haus? Komme ich mir vor wie in einem Sanatorium. Ich bin doch keine Frührentnerin. Ich ertrage keine geschlossenen Türen. Ich muss immer das Gefühl haben, es ist jemand in meiner Nähe. Also wenn du so neurotisch bist, müssen wir uns gleich wieder trennen. Das geht nicht, dass ihr ständig fremde Männer zu mir bringt und plötzlich nachts im Zimmer stehen. Sag mal, du hast doch nichts dagegen, wenn ich dir hin und wieder deine Freundin entführe. So, ist das für dich, Lassie? Du lässt den Hassan los, hast du verstanden, verdammt nochmal! Kümmer du dich lieber um die Titten deiner Ziege und lass mich in Ruhe. Mach dir doch nichts vor. Seit wann kriegst du denn bei Frauen einen hoch? Er reagiert falsch. Die Spritze. Eine Dame rief an, dass hier jemand gefoltert wird. Unsinn. Hier wird gerade eine Filmszene geprobt. Ja, ja, komm! Komm! Nein! Was interessiert euch denn eigentlich? Soll ich euch ein Bergsteiger-Drama schreiben? In den Hauptrollen Christine Neubauer, Frank Riplow, Udo Schenk. Und als Gäste Burkhard Riest, Dominika, Karate Tommy und Mr. Universum. Machen Sie auch Komödien? Taxi nach Kairo.